Ich bin gespannt, wie es beim Publikum ankommt. Kann es nicht sagen. Das war Ende November. Heute, zwei Wochen später, hat Herbert Winkle die Antwort. Super kam es an, denn sein Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist der schönste. Und es war natürlich eine riesen Überraschung, wo wir den ersten Preis. Also wir haben uns diesmal wirklich drüber gefreut. Auch die Konkurrenz ist happy, denn nach und nach werden von der Jury heute Nachmittag die Top 5 der diesjährigen Standpremierung verkündet. Mehr als 300 Besucher haben sich in diesem Jahr an der Wahl beteiligt. Hinzu kommt die Meinung der Jury. Uns ist wichtig, dass eben auch nicht nur die Stände, die in der vordersten prominenten Reihe sind, bewertet werden, sondern auch in der zweiten, dritten Reihe, die Besucherinnen und Besucher vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen. Somit haben die auch eine Chance dann und werden dann auch von uns noch ein Stück weit mitbewertet. Die aufwendige Deko von Herbert Winkle und seiner Frau ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Für das Ehepaar ist es der dritte Titelgewinn in 4 Jahren. Wie wollen Sie das nur toppen? Nächstes Jahr muss dann doch die Hochzeitskutsche aufs Dach, oder? Es wird wohl nichts werden, die passt da nicht rauf. Vielleicht kriegen wir es, wenn wir einen größeren Stand nächstes Jahr machen wollen. Dann kann es sein, dass wir die Kutsche drauf kriegen. Damit würde für die beiden ein langjähriger Traum in Erfüllung gehen. Das Preisgeld in Höhe von 300 Euro spenden die Gastronomen an die Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder. Und wann wird gefeiert? Wir arbeiten. Nein. Doch wie uns Christine Winkle erzählt, ist dann aber nach Feierabend auf jeden Fall ein Glas Sekt drin.